Bevor wir nachher mit dem Vlog loslegen, habe ich noch eine Eilmeldung für euch, die es definitiv in sich hat. Hat die Welt jetzt gerade ganz ausführlich darüber berichtet, findet ihr unten in der Infobox. Denn der ein oder andere fragt sich vielleicht, was ist denn eigentlich mit dem Zombie-Seuchen-Hilfsfonds geschehen, den die Europäische Union für Italien eingerichtet hat. Ihr habt es mitbekommen, Italien hat etwa 200 Milliarden Euro bekommen als Zombie-Seuchen-Nothilfe. Ursprünglich, um ihr Gesundheitssystem aufzuwerten. Das Ganze scheint eher schlecht als recht zu laufen, denn die linksgerichtete italienische Regierung hat nun offensichtlich den Startschuss für großzügige, ja, böse Zungen würden sagen, Wählerbestechung gegeben, beziehungsweise für großzügige Bonusauszahlungen. Auch in Italien kommt es demnächst mal wieder zu Wahlen, beziehungsweise auch da sind die nächsten Wahlen in Aussicht. Die Italiener bekommen mit, ja, wird auch mal wieder gewählt bei uns. Und da bietet es sich selbstverständlich an, den Wählern Geschenke zu machen. Und so gibt es beispielsweise Bonuszahlungen auf das Bezahlen mit Kreditkarten. Wenn ein Italiener in einem Laden oder irgendwo etwas konsumiert und das Ganze per Kreditkarte abwickelt, dann winkt ihm ein Bonus von seiner Regierung. Weiterhin gibt es einen Bonus aufs Fahrrad kaufen, aber auch beispielsweise aufs Auto kaufen. Und ich weiß gar nicht, auf welche Produkte es keinen Bonus gibt. Im Prinzip bekommt man von der Regierung bei fast jedem Kauf, der aktuell getätigt wird, ein bisschen Geld geschenkt, um das so auszudrücken. Das Gemeine oder das Perfide daran ist, dass man offensichtlich mitbekommen hat, ja, bei der Europäischen Union, da fließt das Geld, ja, hat ja auch funktioniert. Einer der Haupteinzahler ist wohlgemerkt Deutschland. Und ihr merkt, das Geld ist ganz wundervoll angelegt, denn die linke, eurofreundliche Regierung, ja, warum wohl eurofreundlich? Ja, klar, weil sie profitieren ohne Ende, wie man jetzt mitbekommen hat. 200 Milliarden mal eben, schwuppsdiwupps, da sind sie. Das ist natürlich attraktiv. Und wenn man das Geld dann auch an die Wähler verschenken kann, im wahrsten Sinne des Wortes, dann winken einem natürlich auch entsprechende Wahlergebnisse. Ich würde meinen, genau darauf pokern sie. Im Hintergrund scheinen auch einige Postengeschichten abzulaufen. Der ein oder andere möchte wohl da noch etwas höher auf der Karriereleiter. Könnt ihr ganz genau im Weltartikel nachlesen, denn mit den Namen der italienischen Politiker, da bin ich nun total raus. Damit kann ich gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Mir geht es um die Meldung an sich. Es wurde gedrommelt. EU-Geberkonferenzen und wie das nicht alles hieß, um das gebeutelte Italien finanziell zu unterstützen. So, 200 Milliarden wurden auf den Tisch geschmissen. 10% davon gehen tatsächlich ins Gesundheitssystem, was in Italien seit Jahr und Tag am Limit läuft. Denn in Italien ist es wohl so, dass es mehr oder weniger kostenlos ist. Klingt erstmal ganz schön. Die Sache ist nur, na klar, was nichts kostet, hat oft auch nicht unbedingt eine allzu hohe Qualität. Und wenn ein Staat irgendwas versucht zu verwalten, dann kommt da meistens auch nicht sonderlich viel Gutes bei raus. Deswegen ist das italienische Gesundheitssystem ohnehin marode. Nicht erst seit der Zombie-Seuche, sondern bereits seit vielen Jahrzehnten. Dazu sollten die Hilfsgelder eigentlich verwendet werden, um das ein bisschen aufzumotzen, damit die nicht wegen jeder Grippewelle da großen Notstand ausrufen. Ja, stattdessen verwendet man die großzügigen Hilfsgelder. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie man die Summe ausschreibt, so utopisch ist die. Stattdessen verwendet man die großzügigen Hilfsgelder offensichtlich zum Ködern der Wähler, zum Ködern der oder zum Stimmenfang. Denn, na klar, das klingt ja erstmal Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe, gibt es einen Bonus. Wenn man sich eine neue Heizungsanlage einbauen lässt, gibt es sogar 110% Bonus oder Subvention oder wie sie das bezeichnen wollen. Lest das, wie gesagt, alles im Artikel nach. Und da bietet sich das natürlich an, mal so ein bisschen schön auf Shoppingtrip zu gehen. Und jetzt auch nicht falsch verstehen, soll jetzt keine Neiddebatte werden. Ich gönne den Italienern das absolut. Die Frage ist nur, müssen wir das bezahlen? Also wir haben es ja schon bezahlt. Das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ja, geht es eher um ein Grundsatzthema. Wie kann es denn sein, dass Hilfsgelder, die speziell zu einem Zweck freigegeben wurden, die an anderen Stellen bitter nötig wären, auch in Deutschland wohlgemerkt, nicht wegen der Zombie-Seuche, sondern Thema Schulen, die vor sich hingammeln und so weiter und so fort. Wie kann es denn sein, dass die von einer Regierung verwendet werden, um sich Sympathien bei der Wählerschaft zu erkaufen? Das ist doch ein Skandal sondergleichen. Und zeigt auch mal wieder, dass die Italiener selbst offensichtlich ja den ganzen Zombie-Kram nicht ganz so ernst zu nehmen scheinen, wenn man sich die Politik anschaut. Denn hätte man Angst vor seiner Zombie-Seuche, würde man sein Gesundheitssystem aufmotzen wollen, dann würde man nun ein bisschen mehr als 10% der 200 Milliarden Euro nicht reinpumpen, sondern dafür aufwenden. Macht euch dazu gerne eure eigenen Gedanken. Ich finde es wahnsinnig verlogen und ich bin mir ziemlich sicher, das war auch nicht die letzte EU-Geberkonferenz, die 200 Milliarden locker gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass Merkel und Co. da noch einige weitere Dukaten springen lassen.